Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu ARK Survival Ascended. Ja, schön. Schön sieht's hier aus. Gut sieht's hier aus. Ach du Kacke, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Er hat mir meine halbe Base zerkloppt. Mann! Und das bloß, weil ich dir das Ei geklaut habe. Das liegt da hinten übrigens. Also ich habe noch versucht, meinen Kram einmal holen zu gehen. Ich bin sofort gestorben. Das heißt, wir können den Punkt da direkt mal löschen. So. Wandfackel. Okay, also wir haben ein bisschen Zeit. Das hier müsste das Holz sein. Nochmal Holz. Stroh. Da hier müssten die Steine drin sein. Nochmal das und das. Wir müssen uns jetzt alles neu bauen. Herstellung. Wir machen uns das. Wir machen uns das. Wir brauchen Kisten. Eins. Achso, fehlen uns jetzt Fasern. Wir brauchen eins, zwei, drei, vier Kisten. Ja, mehr können wir gerade nicht machen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier wieder aufräumen. Ach ja. Leg dich nicht mit dem Langhals an. Das ist eine schlechte Idee. Was fehlt uns denn jetzt dafür? Holz. Haben wir doch hier was drin? Nee. Aber wir haben zumindest mal eine Kiste. So, wir stellen die mal gerade. Stellen die mal hier hin. So, dann können wir da zumindest was reinmachen. Dass wir hier schon mal einen Teil von den Sachen einsammeln. Dass die Rucksäcke hier nicht irgendwie noch versehentlich, warum auch immer, plötzlich verschwinden. So. So, noch eine Tasche. Da oben schwebt noch eine. Gut. Okay. Na, das hat ja super geklappt. Ich klaue nie wieder ein Dino-Ei. Das war das erste und das letzte. Deine Kacke, ey. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, oh Mann, oh Mann. Dass du aber auch so viel Kraft haben musst, ey. Ist ja schlimm. So, kriegen wir irgendwie einen Bogen gebaut. Und Pfeile. Dafür brauchen wir das. Wir brauchen das, das, das. Schauen wir mal. Herstellung. Bogen. Ja, das geht schon mal. Und Pfeile. Herstellen alle. So, 19 Pfeile. Wir brauchen auf jeden Fall Leder. Wir brauchen... Müssen wir mal gucken, wie viel da übrig bleibt. Nehmen wir mal das Leder noch raus. Und hier die Fasern. Und dann machen wir uns neue Rüstung. Jetzt haben wir schon keine Fasern mehr, oder was? Ne, haben wir keine Fasern mehr. Wir können noch die Handwickel machen. So. Mal das werden wir jetzt mal anziehen. Achso, da fehlten uns auch Fasern für. Okay. Gut. Na, dann gehen wir mal. Gehen wir mal los. Das ist blöd gewesen. Ich sag ja, also das Spiel ist sehr chillig. So, wenn du das so im Singleplayer, im PvE ganz gemütlich spielst, ist kein Problem. Aber wehe, wehe, du machst einen Fehler. Und wehe, du bist zu doof, hier hochzuspringen. So. Dann kann das ganz, ganz schnell böse ausgehen. Also durch diesen Fluss da quer durchschwimmen, keine Chance. Schaffen wir nicht. Da kommen drei Fischis an, dann war's das. Die beißen uns mal eben schnell irgendwo in den Fuß und dann kippen wir um.
Also das ist, das muss man echt, man muss einfach vorsichtig sein. Vor allen Dingen, also ich kenne das Spiel ja nicht so, ich habe das mal gespielt vor Jahren. Aber auch jetzt nicht so extrem viel, eine Zeit lang mal, 3-4 Wochen oder so, gell. Aber dann auch nicht irgendwie jeden Tag 8 Stunden oder so, sondern halt wirklich, hab's relativ wenig gespielt eigentlich, ne. Und das ist schon lange her, also dann ist jetzt nicht so, dass ich davon irgendwie wirklich was mitnehmen kann. Ist der jetzt umgekippt oder nicht? Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Na ja, gut. Achso. So. Also hier vorne kämen wir vielleicht durch den Fluss durch. Wir müssen auch durch den Fluss, wir haben gar keine andere Wahl. Wir haben aber noch ein Level up, sehe ich gerade. Ja, Gesundheit wäre vielleicht ganz gut, ne? So, wir haben 17 Punkte. Bogenpfeile. Holzpfeiler. Wo ist denn der? Ichthyosaurus-Sattel. Nee. Pachisattel. Hier kommen schon Ledersachen. Leuchtpistole, Schießpulver, Large Woodball, Insektenschutzmittel, Holzfloß, Strickleiter, Grabstein. Wo ist der denn? Zur Markierung eines Grabes oder zum Gedenken an jemand Besonderen. Triceratops-Sattel. Das wäre natürlich genial, ne? Naja gut. Stimulanzien. Hält dich wach, aber lässt dich dehydrieren. Parasaurus-Sattel. Den wollte ich mir ja eigentlich mal machen, ne? Zündpulver, das können wir mal machen. Beziehungsweise freischalten. Wood Fence Foundation, Wood Quarter, Wood Cage, Holzschild. Hm. Hallo? So. Vielleicht können wir ja mit diesen Wood Fence eine Brücke bauen. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ich baue mal gerade so ein Teil. Vielleicht könnten wir ja damit eine Brücke über den Fluss bauen. Das wäre halt cool. Aber ich kenne dieses Teil da nicht. Okay. Das ist merkwürdig. Ja. Zaunfundament aus Holz. Okay. Ich heb das nochmal auf. Hallo? So. Dann schwimmen wir mal hier rüber. Oh. Guck mal, wer da drüben ist, hast du gesehen? Versucht den mal von hier zu hitten. Ich glaube, ich komme gar nicht bis darüber. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob ich drüber schieße. Krass. Okay, das war mal ein guter Schuss. Na, hier ist es relativ flach, da ist man schnell drüben, das geht. So, gab wenigstens 14 Leder. Also wir müssen halt irgendwie hier rüber, weil da vorne sind... Naja, da oben sind halt noch Bäume, aber...
kann schon nicht mehr schnell laufen. Okay, dann gehen wir mal nach Hause, machen Inventar leer. Wir können ja dann hier nochmal rüberschwimmen. Weiß nicht, ob man hier sich was mit Foundations irgendwie bauen könnte, dass man hier rüberkommt. Erstmal heimgehen. Heimgehen, Inventar leer machen. Man ist aber auch so schnell voll beladen, ne? Man ist wirklich sehr schnell voll beladen. Habe ich so den Eindruck. Na, gucken wir mal, dass wir hier irgendwie wieder, weiß ich nicht, sowas bekommen, was irgendwie annähernd aussieht wie ein Haus. Das Ding hier ist irgendwie ein bisschen kaputt. So. Herstellung. Wände. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6. Warum 6 Wände? Dann kein Holz mehr. War ja klar. Das ist so schnell weg, das Zeug. So. Hier machen wir wieder die Tür hin, ne? Ja, genau. Da machen wir eine Wand. Da machen wir auch eine Wand. Jetzt haben wir nichts mehr. Kisten haben wir auch keine mehr. So, warte mal, dann gehen wir mal hier in unsere Bärenkiste. Genau. Schmeißen da die Bären rein. Was so noch reinpasst. Es passt nichts mehr rein, weil die Kiste voll ist. Das sind Narco-Berries. Wollen wir die hier? Die können wir essen. Dafür können wir die reinmachen. Kann man die hier sortieren? Auto-Stack. Ordneransicht. Alles übertragen. Den brauchen wir nicht. Gut, dann haben wir hier noch Fleisch. Bären hier mit rein. Ey, ich weiß gerade nicht, wohin mit dem Kram. So. Dann hatten wir hier die Kiste, da war auch das Leder drin, ne? Ne, da war nicht das Leder drin. Da machen wir aber das hier mal rein. Und wir brauchen auf jeden Fall noch, was war denn das? Wir brauchen noch die Hose, die Hände, die Schuhe und die Kopfbedeckung. Das. Das. Hat es nicht gemacht. Kopf. Hände. Und noch die Hose. Und jetzt brauchen noch die Schuhe. Wo sind die Schuhe? Da oben. Kosmetik. Keine Ahnung, was man da reinmacht oder was man da bekommt. So, dann haben wir zumindest mal wieder irgendwie was an. Auch wenn das Zeug eigentlich nichts bringt, aber wir haben zumindest was. So, das Leder schmeißen wir da rein. Und den Holzkrempel auch. Ja. So, ansonsten, wir haben keinen Hunger. Wir haben keinen Durst. Wir haben ein Level Up. Gesundheit, ja, ich würde sagen nochmal Gewicht. Ja. Haben wir wieder 22 Punkte. Oh Gott. Ich weiß schon gar nicht mehr. Hier machen wir die Stimulanz hin. Wood Triangle Foundation. So, dann haben wir noch 4 Punkte übrig. Zement. Machen wir den. Naja, guck mal. Es geht da langsam weiter. So, hier Stone Water Intake. Wassertank. Insektenschutzmittel, Triceratops-Sattel, da kommen wir bald hin. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So, wir laufen da hoch, gehen da hinten über den Fluss. Ich weiß nicht, ob wir da so einen Flugsaurier irgendwie runterholen können vom Himmel. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das eine gute Idee ist.
Ja, wir brauchen erstmal Holz und so ein Kram, dass wir unsere Base da nochmal ein bisschen aufbauen können. Ich wäre ja mal langsam froh, der Riesendino, der wird mal langsam verschwinden. Scheiße, wir sind ja schon voll. Okay. Das ist nicht so gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir so schnell voll sind. Erstmal wenigstens mal irgendwie, keine Ahnung, fallen lassen. Können wir jetzt wieder laufen? Na, laufen können wir nicht, aber wir sind zumindest ein bisschen schneller. Das ging jetzt ganz schön schnell. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ein bisschen an den Spieleinstellungen eben mal jetzt gedreht, nach der letzten Folge, nachdem wir so schnell da wieder gestorben sind. Ich habe so ein paar Sachen, die Multiplier, die Multiplikatoren von manchen Sachen, die habe ich ein bisschen hochgedreht. Ein bisschen schneller Holz sammeln, ein bisschen mehr Schaden machen, ein bisschen weniger Schaden kassieren. Weil sonst, ehrlich gesagt, wird das echt schwer, gell, teilweise. Und da ich ja Anfänger bin, nehme ich mir mal das Recht raus mit den Möglichkeiten, die mir das Spiel so gibt. Weil das sind die einfachen Spielregeln, die kannst du im Hauptmenü einstellen. Habe ich da mal ein bisschen rumgedreht an dem Spiel hier. In der Hoffnung, dass wir dann vielleicht nicht ganz so oft sterben und irgendwie alles verlieren und wieder von Null anfangen müssen. So, na wenigstens wird unsere Base jetzt so langsam aus Holz. Sind sogar Holznägel. Interessant. So, Tür haben wir noch keine. Die müssen wir sich mal bauen. Fasern. Fasern. Ich verwechsel immer die Fasern mit dem Stroh. Ne? Ich weiß nicht wieso, aber... ist einfach so. So, bauen wir mal die Tür. Eine Wand, die kommt rein und da fehlen noch zwei Wände. Na gut, eigentlich müssten wir die alle Wände ja ersetzen, ne? So, das rein. Ach, wir haben noch eine Kiste übrig. Ich dachte, das wäre... okay, ja, stellen wir die da drauf. So, die Tür hier rein. Sehr gut. Und dann schauen wir mal, was wir noch herstellen können. 2, 3. 1, 2, 3. Fehlen uns noch zwei Wände. Kriegen wir die noch hin? Nein, nicht ganz. Aber wir haben 4 Wände schon mal. So, ist jetzt schon mal zumindest mal zu, ne? Nein. Ich würde die hier gerne ersetzen. Warte mal. Fensterrand. So. So. Okay. Ein kleines Upgrade, ne? So viel haben wir schon mal. Ich weiß nicht. Wir könnten schon eine zweite Etage bauen. Würde sich das lohnen, irgendwie hochzubauen? Keine Ahnung. Lass mal skillen. Gewicht. So, jetzt habe ich schon wieder 15 Punkte. Keine Ahnung, was die Fiomias sind. Ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, welche das sind. Kochtopf, Holzknüppel, Pinsel, Trainingspuppe. Den hier weiß ich auch nicht. Garbonemis-Sattel. So, Holzpfeiler. Fügt der direkten Umgebung strukturelle Integrität zu. Kann auf schrägen Flächen auch als Pfeiler für Gebäude genutzt werden. Aha. Holzschild, Kriegstrommeln.
Ichthyosaurus, Leiter aus Holz. Pachisattel. Schießpulver, Leuchtpistole. Jetzt kommen schon hier die Lederklamotten. Kompostbehälter, Wood Large Wall. Ja, ich weiß es nicht. Lass mal die Leiter bauen. Und Quarter Wall Railing. Holzgeländer, das Menschen vor dem Herunterfallen bewahrt. Oh ja, das klingt doch ganz gut. 6 Punkte haben wir noch übrig. Ja, wir machen mal hier die Fahne. So. Können wir die herstellen, die Fahne. Und da. Achso, da fehlen uns 20 Leder für. Na gut. Die Leiter, die können wir machen. Machen wir mal eine Leiter und stellen die mal hin und dann gucken wir mal. So. So. Was ist das für eine Leiter? Die ist ja komisch. Ich dachte, die steht schräg. Das ist natürlich gut. Du kannst die Leiter genau vor die Tür stellen. Oder hier vors Fenster. Das ist dann clever, ne? So, pass auf, wir bauen die mal dahin. Ja, dann können wir die auch hochklettern. Und auf der anderen Seite wieder runterfallen. Das ist doch cool. So. Ja, dann machen wir den Holzkram hier rein. Wie sieht das aus mit Essen und Wasser? Ich verliere gar nichts mehr, ne? Hm, vielleicht habe ich da ein bisschen viel dran geschraubt an der Einstellung. Eigentlich war ich sehr vorsichtig damit. Jetzt ist uns wieder heiß. Jetzt nicht mehr. Also das mit der Hitze ist irgendwie sehr strange. So, wie viel Holz kriegen wir denn jetzt hier raus aus so einem Teil? Wir haben ja nichts. 37. Da sieht man wieder, jetzt haben wir wieder diesen Hitzebuff da. So, jetzt sind wir auch schon voll, wir können uns nicht mehr bewegen. Warum haben wir da diesen komischen Hitzebuff jetzt wieder? Jetzt ist er weg. Das ist irgendwie. Es ist irgendwie strange. Ich verstehe es nicht. Vielleicht wisst ihr das ja, wie sich das mit diesen Temperaturen da verhält. Ich meine, irgendwo. Das System sollte ja eigentlich logisch sein. Wenn ich dick angezogen bin und ich bin in der Mittagshitze draußen, dann wird mir vielleicht warm. Aber das kommt immer und geht wieder. Guck mal, jetzt gehe ich ins Wasser rein und kriege einen Hitzebuff. Jetzt gehe ich aus dem Wasser raus und der Hitzebuff geht weg. Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Das war irgendwie sehr merkwürdig. Ich glaube, das ist noch nicht so hundertprozentig im Reinen, das System. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen nachbessern. So. Okay. Gut. Rein in unsere Bude. Porky's Home. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Wand. Und dann bräuchten wir mal hier oben irgendwie so eine Plattform, wo man durchsteigen kann, ne? Fasern. Uns fehlen die Fasern. Mal wieder. So, einmal die Wand. Und dann bräuchte man irgendwie einen Boden oder so, ne? Wood Ceiling Hedge Frame. Das könnte das sein. Erstmal die Wand hier reinkloppen. Ist es jetzt das Türrahmen? Das ist Fenster. Nein, bitte hier hin. Hier hin.
Achso, da ist er schon. Wir müssen ja hier hin. So, genau. So, und dann kommt die 5. Und dann brauchen wir das Ding. Ah, okay. Dann müssen wir die Leiter wahrscheinlich nochmal aufheben. Und müssen die neu setzen. Guck mal, die ist doch hier so schön schräg. Warum ist die denn nicht schräg, wenn man die platziert? Irgendwie ging das gerade nicht. Snaps, press Q. Ist versperrt. Ah, da, so. Bauen wir die mal so. Achso. Ich weiß nicht, ob es irgendwie auch ein Autoclimb gibt oder so. Okay, aber jetzt kommen wir zumindest hier auf die zweite Etage. Auf Etage. So, dann brauchen wir wieder Wood Ceiling, Hedge Frame, Kram. 5 Stück. Keine Ahnung, wie viel wir hinkriegen. Nur 2, 3. 2 Stück nur. So. Aber das haben wir schon mal. Sehr gut, sehr gut. Und wir haben wieder ein Level Up. Gewicht. Ohne Gewicht geht's einfach nicht. Wir müssen mehr tragen können. Holzpfeiler, Wood Cage. Für Gefangene. Also ich werde hier keine Gefangenen machen im PvE-Modus. Wood Triangle Corner. Roof Corner. Wood Quarter Wall and Railing. Schießpulver. Wood Large Wall. Large Storage Box and Bookshelf. Den machen wir mal. Die große Kiste. Und vielleicht mal hier die Strickleiter. Um hohe Strukturen hoch oder runter zu klettern. Oder um bestehende Strickleitern zu verlängern. Ah, Triceratops-Sattel. Da kommen wir jetzt auch schon hin. Ja, dann hebe ich mir das auf. Oder? Obwohl, wir kriegen auf jeden Fall mehr als 12 Punkte. Die Lederklamotten sind halt wichtig, ne? Hm. Komm, wir heben uns die Punkte da mal auf. Wir heben uns die mal auf. Wir können dann aber mal gucken, wenn wir jetzt den großen Schrank herstellen können. Davon machen wir mal 2 Stück. Ja, einen zumindest mal. Das ist ja richtig gut. So. Dann können wir den doch mal schön hier hinstellen. Da passt nämlich wesentlich mehr rein. Das ist schon mal sehr gut. Dann lass uns mal hier das ganze Holzkram-Gedönse reinschmeißen. So. Kommt das alles mal da rein und dann gehen wir nochmal ein bisschen Holz besorgen. Blitzen wir nochmal darüber. Die ist kalt. Ah. Die Pfote. Was? Stamm von Porky. Die Pfote? Ach, wie also heißt das Gebiet hier, oder was? Voll die Pfote. Ich glaube, wir müssen uns mal gerade hier auch machen. Kann ich nicht reparieren, weil uns fehlt im Reparieren Stroh und Holz. Okay, das kriegen wir ja bei. Dann machen wir so. Sehr gut. Primitive Steinaxt ist repariert. So, das war's wieder. Wir sind schon wieder voll. Aber
aber das ist ja gut, dann geht das wenigstens relativ fix mit dem Ressourcenbesorgen. Also das finde ich schon okay. Muss aber nochmal dann bei den Spieleinstellungen gucken, warum wir plötzlich so wenig Nahrung verbrauchen und so wenig Wasser verbrauchen. Obwohl, beim Wasser kann ich mir das noch einigermaßen erklären, weil wenn wir... Obwohl, nee, wir trinken, glaube ich, nichts, wenn wir hier durch den Fluss laufen, ne? Ich glaube nicht, dass der sich dann voll trinkt, bloß weil wir hier durch den Fluss gehen. Dafür muss man eigentlich ein bisschen weiter reingehen, glaube ich. Ich achte mal drauf, ob wir jetzt was trinken. Nee. Da muss ich dann nochmal dran rumschrauben, aber das gehen wir schon noch hin. Wenigstens haben wir unsere Base repariert, wir haben ein bisschen neue Werkzeuge, wir haben neue Klamotten an, wir haben ein paar Level geschafft. Es geht langsam, aber sicher voran. Und der komische Langhals ist endlich aus den Füßen, der ist endlich abgewackelt. Ich hoffe, der legt nicht nochmal sein Ei hier hin. Ich fasse nie wieder so ein doofes Ding an. So. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch hier die Decken drauf kriegen. Ach, uns fehlen die Fasern. Das. Nein, falsche Kiste. Das. Müssen wir noch Fasern besorgen gehen. Müssen wir nochmal hier ein bisschen im Unkraut rupfen. Was ist das da für einer? Wie heißt der? Pteran. Man kann diese Schrift einfach nicht lesen, weil der da die ganze Zeit rumwackelt. Ich kann das nicht lesen, ne? Es geht nicht. Pteranodon. Ey. Ja, genau. Kack mir hier schön auf den Vorhof, ey. Sonst hast du nichts zu tun, ne? Gibt's ja wohl nicht. Ja, lacht er. So, das sollten aber jetzt mal für den Anfang genügend Fasern sein, hm? Da ist der Langhals schon wieder. So. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier irgendwie ein bisschen Dings drauf kriegen. Holz. Das. Du bist überladen. Jetzt können wir uns nicht mehr bewegen. Das ist auch schön. Aber wir werden ja wohl jetzt hoffentlich mal hier die Decken herbekriegen. 1, 2, 3. Inventar. Achso, der hat die direkt da runtergeschmissen. Sehr gut. So, die Base ist zumindest mal fertig. Dann lass uns jetzt mal hier das Holzkrams wieder da reinschmeißen. Und dann gehen wir hier an die Kiste, schmeißen die Beeren rein. Wunderbar. Und ein Level haben wir auch noch. Gesundheit. Und 23 Punkte. So. Und die setzen wir vielleicht mal langsam hier in Lederklamotten. 25 Leder, 20, also 45 Leder. 55 Leder, 67 Leder, 77, 82 Leder für die ganze Ledermontur. Und den Triceratops-Sattel. Ich glaube, wir machen jetzt mal die Ledersachen. Lederhemd, nur noch 8 Punkte übrig. Kompostbehälter, machen wir die noch. So, ist noch ein Punkt übrig, den behalten wir mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir uns Ledersachen herstellen können. So ein Teil, dass wir bessere Rüstung bekommen. Ich weiß gerade nicht, wo war denn... Oh.
Ne, da ist kein Data drin. Haben wir das da reingeschmissen? Wie viel haben wir denn? 33. Wir können ja mal gerade gucken, ob wir wenigstens irgendeinen Teil schon machen können. Brauch nur Fasern. Oder zumindest den Brustpanzer. Ja, es geht nur. Wir kriegen nur einen Teil hin. Der kostet 10, dann haben wir noch 23 übrig und die kosten 25. Der kostet. Obwohl, wollen wir das und das hier. So, die zwei kriegen wir noch hin. So. Dann können wir das schon mal dahin packen. Und das machen wir dahin. Haben wir wenigstens etwas besseres Zeug an. Ist zwar nicht viel. Kann man sich nicht beschweren, ne? Gab 37 Leder. Dann schaffen wir das vielleicht doch noch gerade schnell mit der Lederrüstung. So, Herstellung. Was fehlt uns? Uns fehlen die Schuhe. Oh, die Hände haben wir. Uns fehlt die Hose. Achso, die anderen Sachen können wir noch nicht. Die anderen Sachen haben wir noch gar nicht gelernt, ne? So. Ah, guck mal, die hat zumindest mal Rüstung 20. Während hier die Stoffschuhe, die haben nur Rüstung 10. Ist auch kälteresistent. Und hat weniger Wärmeresistenz. Die Stoffsachen haben mehr Wärmeresistenz. Mhm. Rechtsklicken für weitere Optionen. Okay. Na ja, gut. Also, es wird. Es wird. So ganz langsam kommen wir hier voran. Ist doch okay. Kann man sich doch nicht beschweren. So, ich hau mir noch ein Kotelett auf den Grill. Ein bisschen Holz dazu. So, halten wir das noch ein hier. Sehr gut. Das Ding da ist voll. Mehr oder weniger. So, das da rein. Das da rein. Und die Kohle. Weiß man mal mit hier rein. Wir müssen unbedingt mal aufräumen. Irgendwie, wenn wir mal ein bisschen was Größeres bauen, dann müssen wir aufräumen. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier nochmal wieder in der nächsten Folge. Und dann geht's weiter mit lustigen Abenteuern im Reich der Dinosaurier. Also, macht's gut. Bis denn. Tschüss.